Ich erwarte von euch einfach Professionalität. Ich erwarte kein Sommerbefehlen, außer ich. Der Michel. Ich habe eigentlich hauptsächlich die Produktion übernommen, also eigentlich bin ich Produzent und bin für alles organisatorische zuständig gewesen. Ich durfte Regie führen und das Buch schreiben. Das ist auch gut, aber ich habe vielleicht, können wir so sagen, das ist look, ja. Ich habe mich doch schon lange neu verliebt, irgendwie so. Sound. Die Stichwort ist wieder Bödli. Sogar gesponsert vom Südpol. Danke vielmals Südpol. Beste Location. Das ist das mühsamste bei diesem Dreh. Dass da irgendwie der Regisseur nach mir kommt und dann lässt der nicht zu. Dann ist der Regieassistent, dann lässt der nicht zu. Dann ist noch gegen den Huren Tönler, der keinen Platz hat in diesem WC und wo der Baumi irgendwo im Böden ist. Man hat Szene auf dem Boden, wo es nach Scheiße gestunken hat. Aber okay, passt mir ja auf die Schreie dabei. So wie Lauf-Prep. Ja, nicht gut. Danke. Wie läuft es bei dir, Nader? Ja, nicht gut. Wir haben gelernt, dass die DJI-Geräte, sobald sie keinen internen Speicher mehr haben, gibt es keinen Ton mehr. Ist das Suvo-konform? Ja. Es war ein bisschen eine Challenge mit den Aladins. Wir haben das Licht noch gerichteter haben, wie es eigentlich war. Mit der Zeit, wenn wir die Lichter auf 100% Power hatten, dann ist das warm geworden, der Kleber vom Tape. Und dann hat sich das gelöst und dann musste ich schon schnell wieder in das Set huschen. Oh, ja. Mit der Zeit haben wir gewusst, auf was wir müssen achten müssen. Und auch schon vorher gewusst, ja, da müssen wir dem Nathan noch sagen, stopp, bevor wir drehen, müssen wir noch den Fokuspunkt nehmen. Dass wir die auch, wenn sich die Schauspieler bewegen, dass wir die auch können. Dass man das schon im Vorhinein wissen, dass man nicht spontan reagieren muss. Ich habe mich ein bisschen schwer mit dem Casting. Ich musste auswählen zwischen Bewerber und Bewerberinnen. Und es war gar nicht mal so einfach gewesen, aber ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Hey, sorry, aber die Schlange von Frau wird zu lang gewesen. Das ist die falsche Szene. Was? Mental bist du voll dabei. Mental bin ich schon dabei. Genau. Was bist denn du genau? Ich bin Anna. Ich bin Clubgängerin und ich bin mit meinem neuen Boyfriend da. Ja, ich bin der Alain. Meine Freundin hat mich vor 3 Monaten verlassen. Ich bin jetzt wegen dem extrem frustriert. Ich kann gerade rennen auf das WC. Ich weiss nicht, wie ich mit dem Zelt klarkomme. Was spielst du für eine Rolle? Was bist du für ein Typ? Ich bin so ein Player im Club und jemand, der gerade meine Freundin nehmen. Geht gerade auf die Knie bei meiner Freundin. Es geht eigentlich gar nicht, oder? Es geht gar nicht, nein. Was ist dein Job eigentlich? Ich hatte einen Einsatz als Statist. Und das hat mich so fertig gemacht, dass ich jetzt einfach Erholung brauche. Und wie war es der Tag? Also der Tag war mega smooth, habe ich gefunden. Teamzusammenarbeit, was ich krass finde. Es findet alles in einem Raum statt, wirklich von A bis Z. Irgendwie gefühlt 10 Leute. In 10 Quadratmeter für 8 Stunden. Das finde ich noch verrückt und es gerät sich niemand in die Haare. Geile Groove und das kommt gut. Sehr geil. Viel Spaß noch bei der Massage. Danke. Ja, das war richtig geil. Also, gehen wir. Let's go.